Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Handwerker, IT-Startups, Pflegeeinrichtungen, mittelständische Unternehmer, Sie alle suchen bereits in unserem Land händeringend teils nach Fachkräften. VW baut aktuell zwei Software-Entwicklungszentren für autonomes Fahren auf. Eins an der amerikanischen Westküste und eins an der chinesischen Ostküste. Warum nicht in Deutschland? Weil in Deutschland nach Aussage von VW die IT-Fachkräfte fehlen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist die Größe der Herausforderung. Natürlich können wir das nicht nur durch Einwanderung lösen, sondern auch durch Bildung und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Aber wir können es eben auch nicht ohne mehr Fachkräfteeinwanderung lösen. Und das müssen wir angehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Aufgabe. Jetzt muss man aber leider sagen, nach jahrelangen quälenden Debatten über das Thema Migration und angesichts dieser Herausforderung legen Sie uns heute nach dem Starke-Familien-Gesetz und nach dem Faire-Kassenwahl-Gesetz jetzt das eindeutig nicht genug Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition, und das ist zu wenig. Und das sagen nicht nur wir, sondern das sagt Ihr eigener Minister eben bei der Begründung des Gesetzes. Es wird nicht zu viel mehr Einwanderung führen. Man muss nur in Ihre Gesetzesbegründung schauen. Sie gehen von 25.000 zusätzlichen Fachkräften pro Jahr selber nur durch dieses Gesetz aus. Aktuelle Studien sagen, wir brauchen mindestens 260.000 Fachkräfte zusätzlich pro Jahr. Andere Studien sprechen sogar von mehr. Und einer der anerkanntesten Migrationsforscher dieses Landes hat Ihnen in der Anhörung am Montag erneut bestätigt, das ist nicht der große Wurf, den wir brauchen. Ich zitiere ihn, sondern die große Reform müsste man dann in einigen Jahren angehen. Wir finden, so mutig sollten wir heute schon sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland ist seit Jahrhunderten ein Einwanderungsland. Und das ist großartig so. Ist großartig so. Mit neuen Köpfen kommen übrigens auch neue Ideen zu uns. Und diese Innovativität und Wettbewerbsfähigkeit, die braucht unser Land. Und wir als Freie Demokraten fragen nicht, woher jemand kommt, sondern uns interessiert alleine, wohin jemand mit uns will. Das ist unser Bild unseres Einwanderungslandes Deutschland. Ein modernes Einwanderungsland, liebe Kolleginnen und Kollegen, braucht aber dann auch ein modernes Einwanderungsrecht. Und ja, in den letzten Jahren ist in der Migration einiges durcheinander geraten. Ja, wir müssen drei Gruppen klar voneinander trennen. Erstens, wer braucht unseren Schutz? Zweitens, wen wollen wir einladen auf unseren Arbeitsmarkt und in unsere Gesellschaft? Und drittens, für wen gilt weder noch? Und es ist richtig, Teile der linken Seite dieses Hauses scheint mit der dritten Gruppe ein Problem zu haben. Das gehört in einem Rechtsstaat aber auch dazu. Genauso richtig ist aber auch, die Innenpolitiker der Union scheinen immer noch Fachkräfteeinwanderung so unter den Perspektiven der Gefahrenabwehr zu diskutieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fachkräfte, die wir dringend brauchen, die warten nicht an der Grenze, die haben weltweit Alternativen. Und wir können uns auch nicht auf die Einwanderung aus der Europäischen Union verlassen, denn genau dann, wenn bei uns die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, dann wird auch die innereuropäische Migration abnehmen, weil Europa insgesamt ein alternder Kontinent ist. Und deshalb brauchen wir endlich den großen Wurf in der Einwanderungspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wären drei Dinge. Erstens die Blue Card, die heute schon sehr gut funktioniert für die, wo sie zur Verfügung steht, von der OECD hochgelobt wird. Die müssen wir erweitern als den Zugangsweg für Menschen mit Arbeitsvertragsangebot. Und zweitens, ja, wir brauchen endlich ein Punktesystem, wie uns das andere Länder erfolgreich vormachen. Ein Punktesystem ist einfach. Es ist weltweit erfolgreich. Und das kann man sich auch anschauen, wenn man einfach nur mal auf die Fakten schaut. Wenn man sich anschaut, bei welchen Industrieländern überhaupt relevante Einwanderung stattfindet, dann stechen drei krass heraus, wenn das Ziel ist, mehr Einwanderung auf den Arbeitsmarkt. Die sind besser im globalen Wettbewerb um Talente. Und welche Länder sind das? Kanada, Australien, Neuseeland. Was haben all diese Länder gemeinsam? Ein Punktesystem. Das brauchen wir endlich auch in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, und drittens, neben einem modernen Einwanderungsrecht brauchen wir dann auch moderne Behörden. Sie gehen das Thema an, indem Sie zum Beispiel der Bundesagentur für Arbeit eine neue Rolle als Lotse durch das Behördenchaos geben. Und das finde ich persönlich sympathisch, weil ich die Einheit in der Bundesagentur für Arbeit einmal selber mit aufgebaut habe, der Sie diese Aufgabe geben wollen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, schaffen Sie doch lieber gleich weniger Behördenchaos, anstatt nur Lotsen aufzubauen. Wo sind denn die bundesweit einheitlichen Anerkennungsstellen für jeden Beruf? Wo sind die Ausländerbehörden flächendeckend mit Verkehrssprache Englisch? Wo ist
das? Wo ist ein auswärtiges Amt, das sich auch wirklich für das Thema zuständig fühlt? Wir haben gerade in der Anhörung am Montag wieder gelernt, wenn man heute in Indien als IT-Fachkraft nach Deutschland kommen will, dann kriegt man in der deutschen Visastelle nicht mal einen Termin. Das muss sich ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da müssen wir besser werden. Herr Präsident, mein letzter Satz. Das Handelsblatt wurde vorhin schon zitiert. Ich habe den Kommentar zu diesem Gesetz auch gelesen. Da stand wörtlich, dieses Gesetz sei das Beste, was dieser Regierung möglich war. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz hebt gerade mal den Fuß. Es schafft nicht mal einen echten Schritt. Angesichts der Größe der Herausforderung ist das zu wenig. Leider. Vielen Dank. Nächster Redner ist Dr. André Hahn.